So, Ralf hat ja vor einiger Zeit angefangen, so eine Screencast-Serie zu starten, die sich konkret mit der Problematik der Aufnahme von Podcasts beschäftigt. Ultraschall heißt das Projekt. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte da vielleicht noch mal ein bisschen nachlauschen. Das hat auch so ein bisschen Eigendynamik entwickelt. Ne? Am Anfang war das erstmal so ein bisschen so die immer wiederkehrenden Fragen zu beantworten, bis sich das dann alles so ein bisschen selbstverselbstständigt hat. Das kannst du gleich selber ausführlich darlegen. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ralf, gib Gas. Okay, gut. Wir sollten mehr über das Wetter reden. Dieses Bild hier ist von der Großwetterlage her vielleicht ein bisschen deprimierend. Und das zeigt aber, glaube ich, wie unser aller Podcast-Stand eigentlich vor ein paar Jahren war. Das heißt, wenn man so die Grundelemente der Podcast-Produktion sich anschaut, wir haben irgendwo die Aufnahme, da ist alles schlecht, wir hatten das Mastering, da guckt erstaunlicherweise schon so eine Sonne raus, wir hatten das ganze Thema Metadaten, also sowas wie Kapitelmarken, Shownotes und ähnliches, und wir hatten den Bereich Publishing. Und das war alles relativ übel. Das heißt also, Mastering war nicht ganz so schlimm wie alles andere, weil es gab schon mal den Levelator. Ja, wer hat mit dem Levelator mal gearbeitet? So, die Älteren unter uns werden sich entsinnen. Ja, im Großen und Ganzen hat das Teil eigentlich ganz gut funktioniert. Das heißt also, da hatte man zumindest schon mal einen Ansatz, so ungefähr müsste es funktionieren. Wenn man im Bereich Metadaten unterwegs war, das heißt also, wie schreibe ich eigentlich sowas wie Shownotes, auch wenn es diesen Begriff damals noch gar nicht so wirklich gab, wie gehe ich mit Kapitelmarken um und ähnliches, hatten wir letztendlich nichts als Text-Edit, ja, wir hatten ja nichts. Und Publishing, damit habe ich auch angefangen bei den Wikigeeks, das waren solche Plugins wie PodPress. Und Stückchen für Stückchen wurde unsere Podcast-Welt schöner. Es gab also dann Auphonic ab dem Jahr Mai 2011, wo also alle den Eindruck hatten, oh mein Gott, wir dachten schon, der Levelator sei gut, aber jetzt, ja, es ist, so muss es sein. Ja, das nächste, was kam, haben wir gerade eben auch gehört, Podlove im Jahr 2012. Das heißt also, wir sind endlich den Publisher losgeworden, den alten, und das Ganze fing irgendwie langsam an, Sinn zu machen, und man hat sowas wie einen Workflow sich abbilden sehen. Noch ist nicht alles fertig, es gibt noch viel zu tun, aber trotzdem, eine Sonne ist hier klar sichtbar. Der ganze Bereich Metadaten genauso, das Auftreten der Shownotes im Mai 2012, also man kann sagen, das Jahr 2012 war ein gutes Jahr für die Podcast-Szene. Auch dort fühlt man sich mittlerweile eigentlich warm umflauscht und aufgehoben, hat irgendwie ein Framework, mit dem man arbeiten kann. Und das wollen wir nicht vergessen, es gibt da noch einen kleinen Zusteuerer für uns alle, der also, er hat ja gerade eben schon gesagt, im Alleingang gefühlt sämtliche unserer Logos hier verarbeitet hat. Danke dafür nochmal ganz besonders. Nichtsdestotrotz, das, was die ganze Zeit stehen blieb, war links diese bittere, düstere Regenwolke. Das heißt also, im ganzen Bereich der Aufnahmesoftware hat sich gefühlt in den letzten 5 bis 10 Jahren eigentlich exakt gar nichts getan. Im Zweifelsfall wurde es sogar schlimmer. Es soll Software geben, die plötzlich kürzer aufnimmt als länger. diese Sache anzugehen, habe ich 3 verschiedene Lösungen im Paket. Nämlich zum einen eine Workflow-orientierte Aufnahme- und Schnittsoftware. Das Tonung ist hier auf Workflow-orientiert, Workflow für uns Podcaster. Zum zweiten ein ultraflexibles und bezahlbares digitales Mischpult, also sowas, wo automagisch die Regler durch die Gegend gehen. Und zum dritten eine an unseren eigenen Podcast-Standards orientierte Verwaltung für Kapitelmarken und Shownotes. Ja, und ihr kennt den Effekt. Aufnahme- und Schnittsoftware, digitales Mischpult, Verwaltung für Kapitelmarken und Shownotes. Ja, ihr kommt drauf, oder? Richtig. Der Gedanke war also, wir wollen jetzt nicht noch 30 verschiedene Tools miteinander verschränken, sondern wie bekommen wir es hin, die Leerstellen, die einfach noch fehlen auf unserer Podcast-Wetterkarte, mit einer einzigen Software irgendwie anzusetzen. Und das war also der Grundgedanke, den ich dann irgendwann bei Ultraschall, bei diesem ganzen Projekt entwickelt habe. Gucken wir uns aber zunächst mal an, wie sieht eigentlich so das Softwarefeld aus, wenn wir von Aufnahmesoftware sprechen. Da habe ich mal so ein kleines Axialsystem hier aufgebaut. Wir haben links kompliziert zu benutzen, rechts einfach zu benutzen. Einfach muss nicht immer besser sein, aber kompliziert ist zumindest irgendwie mit einer hohen Lernkurve dann doch nicht so ganz einfach.
Wir haben unten wenig Podcast-Funktion und oben haben wir ganz, ganz viele Podcast-Funktionen. Und ich habe jetzt also nach einem hochwissenschaftlichen Verfahren die derzeit bekannten oder gängigen Software-Teile mal einfach reingemappt in diese Karte hier. Und wenn man sich das mal anschaut, kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob die jetzt 10 cm weiter nach links oder nach oben oder nach unten müssten. Wir haben hier 3 Dimensionen halt abgebildet. Wie einfach ist es? Wie podcast-spezifisch ist es? Und was kostet es? Was es kostet, ist quasi über die Farbkodierung drin. Und da sehen wir, dass wir im rechten Bereich, das heißt also sehr einfach zu benutzen, haben wir solche Kandidaten wie Hindenburg, was dann aber auch schon nicht so komplett umsonst ist, fängt bei 85 Euro an. Wir haben GarageBand, was irgendwie je nach Release etwas oszilliert, zwischen hat gefühlt überhaupt keine Podcast-Funktion und funktioniert so einigermaßen. Wir haben solche Geschichten wie Logic Pro, wo sicherlich schon mehr Podcast-Funktionen drin sind, dafür aber auch das Ganze schon wieder ein Tucken schwieriger zu komplizierter zu bedienen und vor allen Dingen ist es teuer. Wir haben Audacity, was ich mir immer noch mal intensiver angucken muss, was gefühlt aber komplett unbedienbar ist, so, also von der Anmutung her ist es einigermaßen schrecklich. Wir haben Ableton Live, ob das wirklich ganz da so oben hingehört, könnte man auch darüber diskutieren, aber ich habe dann doch im Detail in der Metaebene viel Gutes gesehen davon. Naja, und wir haben halt dieses Schmuddelkind Reaper, was sich da so links oben reinschmiegt, wo man, wenn man es mal so installiert, den Eindruck hat, okay, das kommt schon mit einem Shitload voll auf Features, aber naja. Und das, was wir aber eigentlich haben wollen, ist, dass sich hier oben etwas materialisiert. Ja, da wollen wir hin, das muss uns glücklich machen. So, und die Strategie war also, man nimmt einen dieser Kandidaten, in meinem Fall halt Reaper, und mutiert ihn in diese Richtung, auf dass alles gut wird. Das Problem ist, Schmuddelkind ist nicht umsonst benannt, Reaper hat ein Imageproblem, was sich sehr gut in diesem Tweet hier abbildet, der so im Januar irgendwann mal rausging. Ja, der Verfasser ist hier anwesend. Das hat sie nicht zurückgehalten. Das Ding sieht beschissener aus als Audacity und das musst du erstmal hinkriegen. Gut, also es ist ja so, also Holgi hat hier einen Punkt. Ja? Wenn man sich Reaper out of the box installiert, ist es nicht gerade eine Schönheit. Im Gegenteil, das, was einem also so entgegenschlägt, ist in etwa dieses hier. Ja? Das ist also schon, sagen wir mal, ein Problem für Leute, die so aus der Mac-Szene eher so kommen. Und Reaper, das muss man im Hinterkopf immer haben, ist eigentlich eine reine Windows-Software gewesen. Das ist von den Winamp-Entwicklern. Die Älteren unter uns werden sich entsinnen. Aber Winamp hatte als Software auch schon 2 Eigenarten, die uns jetzt sehr in die Karten spielen. Nämlich zum einen hat es schon immer einen ultra soliden und höchst performanten Audio-Core gehabt. Das heißt also, Winamp ist beispielsweise nie abgestürzt. Es lief immer, egal was man damit angestellt hat. Und der zweite Punkt war, die Reaper, auch die Winamp-Entwickler haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das Ganze themen kann, dass man da Skins drüber bauen kann und hatten auch schon sehr schnell eine vernünftige API drüber gelegt, dass man das mit eigenen Extensions und Funktionen erweitern kann. Und diesen Spirit haben sie nicht abgelegt, sondern das ist bei Reaper auch alles möglich. Von daher ist also das Erste, was man sich denkt, naja, nun gut, es ist hässlich, dann machen wir es halt schön. Und dann guckt man mal so ein bisschen rum, was gibt es denn eigentlich so an Themes für Reaper? Es gibt dann also ein Forum, da kann man seine ganzen Themes hochladen und dann klickt man sich so durch und schaut, na, wo landen wir denn da eigentlich? Naja, und da findet man dann sowas hier. Ja. Schön, viel besser. Genau. Das ist noch eine der besseren. Weil beispielsweise das hier... ist auch schon ganz erfreulich und ich glaube, das doch mit Abstand amüsanteste, was ich gefunden habe, war dann dieses hier. Also, das muss man sich mal klar machen, irgendein Mensch hat also mehrere Wochen seines Lebens in das hier investiert. Ja? Also es ist immer wieder unfassbar, wozu Menschen in der Lage sind. Das ist schon ein bisschen bitter. Wie auch immer. Wenn man das alles hinter sich lässt und dann in den etwas eleganteren Ecken guckt, findet man dann doch auch Lichtblicke. Und das mit Abstand geschmacksvollste, was ich gefunden habe, war dieses sogenannte Default Analog Theme von Lerian. Das sah so aus. Da dachte ich schon mal, okay, die ganzen Farben sind schon mal weg. Und naja, er hat ein bisschen schlechten Geschmack, was so seine Timeline-Farbe angeht, aber ansonsten, also im Großen und Ganzen war das ein Ansatz. Und da das halt alles Open Source ist, diese ganzen Themes, habe ich mir das genommen und habe es ein bisschen weiterentwickelt. Und das Erste, was ich gemacht habe, war Funktion wegwerfen.
Das ist eine Sache, die einem Reaper dankenswerterweise erlaubt. Das heißt also, man kann relativ genau definieren, entlang der kompletten GUI, brauche ich dieses Feature eigentlich gerade in der Oberfläche oder blende ich es einfach aus. Ja, und das Erste, was man beispielsweise machen könnte, ist Redundanz entfernen. Das heißt, ich habe an irgendwie drei verschiedenen Stellen in der GUI einen Mute- und einen Solo-Button. Brauche ich die wirklich dreimal auf demselben Screen oder reicht es nicht, wenn die einmal da sind? Dann gibt es solche Sachen, die für uns Podcaster einfach komplett irrelevant sind. Beispielsweise Takt, ja, oder BPM, Beats per Minute. Braucht kein Podcaster. Wir brauchen eine große Uhr, ja, und keine BPM. Also weg mit dem BPM. Metronom brauchen wir nicht. Automatisierung brauchen wir nicht. Und fast immer brauchen wir auch nicht solche Funktionen wie Mute und Solo. Ja, im Gegensatz, wenn man die während der Aufnahme plötzlich irgendwie drückt, passieren schreckliche Dinge. Das heißt also, den möchte ich zumindest außerhalb meiner Setup- oder Mastering-Phase weghaben. Panoramaregler stelle ich exakt einmal ein, dann will ich ihn eigentlich nie wieder sehen. Ja. Effekte genauso, Send-Return-Logik, das heißt, das kann alles weg. Also das ist ein kleiner Zoom hier, wie also jetzt dieses Larian-Theme eigentlich vorher aussieht. Und gefühlt kann davon 90% weg und genau das habe ich gemacht. Das heißt also, das hier ist jetzt quasi derselbe Ausschnitt, so sieht es bei Larian aus und das habe ich daraus gemacht, einfach mal alles weg, den Kram. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, dass man Reaper auch beibringen kann, responsive zu sein. Das heißt also, ich kann ähnlich wie bei einer responsive Website einstellen kann, sehe ich jetzt gerade viel oder wenig, kann ich das an die Größe von Objekten koppeln. Das heißt also, wir haben unten links jetzt hier den Mixer-Bereich und wenn ich dem mehr Raum gebe, springt das plötzlich irgendwann um und ich bekomme die ganzen zusätzlichen Funktionen wie Solo, Mute, Panoramaregler und ähnliches. Und wenn ich die einmal eingestellt habe, konzentriere ich mich wieder auf meine Timeline und der ganze Krempel ist wieder weg. Das kann man mit sämtlichen Elementen machen, wenn man den möchte. Gucken. Das, was ich dann irgendwann mal, manchmal muss man es mal aussprechen, damit man es selber so wirklich kapiert, so als Dogma in die Welt gesetzt habe, es hilft, glaube ich, wenn man Reaper als Betriebssystem für Podcasting begreift. Das heißt, es ist keine Software, die ist irgendwie da, mit der müssen wir alle irgendwie klarkommen oder auch nicht, sondern es liegt also in unserer eigenen Hand, damit was zu bauen. Und ich habe hier mal so ein bisschen die Kaskade aufgebaut, in was für verschiedenen Ebenen man eigentlich hier eingreifen kann. Das heißt also, das Design haben wir gerade eben schon gesehen. Das ist also, welche Farben haben das Ganze, was für Formen haben das Ganze. Ich habe auch in den Buttons ein bisschen rumgebastelt. Das Ganze wird zusammengehalten über ein Theme, wo sich wiederum ein Layout drauf abbildet. Wo sind eigentlich welche Buttons zu sehen, wo sind sie nicht zu sehen, wie wirkt diese ganze Responsive-Schiene. Ich kann dann hingehen und eigene Toolbars definieren. Beispielsweise könnte ich eine Toolbar nur für Shownote-Funktionen bauen oder eine Toolbar nur für Navigation innerhalb der Timeline, bin ich also völlig frei, das zu machen. Ich kann Docs definieren, wo ich also verschiedene Funktionen innerhalb von einem und demselben Viewport hin und her schalten kann. Ich kann das Ganze in Views clustern, kommen wir gleich zu. Noch eine weitere Ebene drunter sind Aktionen, die ich aufrufen kann oder auch in Makros koppeln kann. Unterhalb dieser Makrosprache liegt dann eine API, die ich beispielsweise in Perl angehen kann, um dort Sachen gegen zu programmieren. Und noch weiter unten, kommen wir hinterher zu, kann ich auch eigene Extensions in die Software reinbringen. Das ist das, was letztendlich diese quasi Modifizierungskaskade hier, was Reaper für mich dann so attraktiv gemacht hat, man kann sich da halt wirklich austoben. Man ist nicht irgendwie auf das zurückgeworfen, was man hat, sondern kann da eigene Ideen reinbringen. Python ist die Sprache, nicht Perl, richtig. Eine der ersten Dinge, auf die ich dann gekommen bin, ist, wie sieht eigentlich ein Podcast-Workflow aus und wie müsste sich eigentlich eine perfekte Podcast-Software für den Bereich der Produktion an so einen Workflow anschmiegen? Ja, und die drei wesentlichen Schritte, die ich sehe, man kann da anderer Meinung sein, sind, ich habe ein Setup, das heißt also, der Podcast geht noch nicht los, sondern alle Leute sitzen irgendwo und man pegelt die Geschichten ein und guckt so, wie sind irgendwie die Effekte und läuft das alles. Dann haben wir die eigentliche Aufnahme, in der möchte man möglichst wenig Stress mit der Software haben, sondern möchte eigentlich sich seinen Content produzieren können. Und dann haben wir hinterher den Schnitt oder die Post-Production, in der ich das Ganze dann irgendwie noch versuche rauszurendern. Und was ich jetzt einmal gemacht habe, ist, diese drei Workflow-Schritte, Setup, Aufnahme und Schnitt, mal einfach mit so ein paar Features in eine Kreuztabelle zu geben. Welche Features brauche ich eigentlich in welchem Workflow-Schritt? Ja, dann kommt man beispielsweise dazu, VU-Meter, also eine große Aussteuerung, brauche ich im Setup, weil da will ich die Mikros einmal einmessen.
Ich brauche sie in der Aufnahme, da möchte ich immer eine Rückkopplung haben, also ich zumindest, okay, es funktioniert noch alles. Also darum kann ich zum Beispiel auch mit so Mobil-Hardware-Geräten irgendwie nicht leben. Das ist mir zu unsicher. Ich möchte sehen, wie meine Wellenform da läuft und dass alles gut ist. Ich brauche das VU-Meter aber nicht mehr im Schnitt, ja, weil da ist die Sache einfach schon passiert. Das heißt, also da kann ich darauf ganz gut verzichten. Eine große Uhr. Wie lange läuft mein Podcast eigentlich? Brauche ich weder im Setup noch im Schnitt, aber ich bin sehr dankbar, wenn ich es in der Aufnahme habe und wenn ich sage, oh mein Gott, wir haben schon die 3 Stunden überschritten. Ja? Kapitelmarken ist ein Thema, das ich überhaupt nicht im Setup brauche, dann habe ich noch keine Kapitel. Ich möchte sie aber während der Aufnahme setzen können und möchte sie im Schnitt vielleicht noch anpassen und modifizieren. Ja, und genauso kann man jetzt also diese Matrix durchgehen und kommt dazu, dass man eigentlich sehr unterschiedliche Views für die unterschiedlichen Phasen eines Podcasts hat. Das hat Cornelis gerade eben schon die ganze Zeit gemacht. Der Punkt ist, wenn die schönen Ecken jetzt ein Setup haben, wo sie 5 verschiedene Workflow-Schritte haben und 20 andere Funktionen, können Sie sich trotzdem selber diese Views einfach selber definieren. Das heißt also, das, was ich jetzt hier mit Ultraschall quasi ausliefer, ist ein Vorschlag. Wenn man sich ein klein bisschen damit beschäftigt, ist es sehr einfach, eigene Views zu bauen. Ich habe das Ganze in einem eigenen Bereich oben links untergebracht. Das ist der hier, da hat man also verschiedene Views. Das hier ist mein Setup-View, wo ich also die Aufnahme vorbereite. Zu der Routing-Matrix kommen wir gleich. Ich habe hier den eigentlichen Aufnahme-View, da sehen wir schon mit der Riesenuhr und auch die entsprechenden Bereiche unten links hier im Mixer sind angepasst und ich habe den Cut-View, in dem ich hinterher den eigentlichen Schnitt mache, wo ich also die ganze Zeit hier einen großen Navigator habe, um im Gesamtdokument gut navigieren zu können und beispielsweise sämtliche Schnitt- und Kapitelmarken, die ich dann hier auch direkt anspringen kann, damit ich dann zu den entsprechenden Stellen in den Podcast reinkomme. So, wenn jetzt also jemand der Meinung ist, nein, ich möchte diesen Views komplett anders zusammenbauen, beispielsweise brauche ich also auch unbedingt den Mixer-View hier in der Aufnahme, kann er das einfach machen, geht einmal auf Shift F9, nennt man das hier. Oh, okay, ne? Shift F9. Das hier ist ein Fenster, in dem meine verschiedenen Views definiert sind. Ja, und ihr seht, wir haben jetzt hier 3 definiert. Und ich könnte jetzt genauso gut noch bis zu 10 oder auch noch mehr verschiedene Views definieren. Ja, und kann die dann also während der Aufnahme oder während ich halt mit dem Programm arbeite, einfach entsprechend umschalten. Ja, entweder hier übers Icon oder ich kann sie über die Tastatur umschalten oder ich kann sie über meine Wiimote umschalten, ist eigentlich relativ egal. Das heißt also, wenn man ein bisschen Hirnschmalz rein investiert, so wie ist eigentlich mein eigener Workflow und was ist mir eigentlich wichtig, bekommt man also hier dann ein schönes Framework, mit dem man sich das selber zusammen optimieren kann. Ein weiterer Punkt, der mich so sehr umtreibt seit Jahren. Ich möchte, dass unsere Kinder in einer Welt ohne Kabel groß werden. Ich hasse Kabel. Ja? Alleine, was wir jetzt also hier irgendwie in den letzten 2 Tagen wieder an Kabeln verlegt haben, es ist so total ätzend. Ja? Das muss alles weg. Und als Podcaster ist man ja in einer wirklich irgendwie völlig absurden Situation. Ich habe hier einen Hochleistungscomputer, ja, der hat irgendwie Skype. Da möchte ich jetzt also meinen Podcast mit Skype betreiben. So, was mache ich? Ich fange an, irgendwie ein iPhone daneben zu legen und da irgendwie Skype drauf zu betreiben. Dann fange ich irgendwie an, die Kabel zu ziehen. Oder ich mache es irgendwie auf demselben Rechner und schicke das Ganze durch mein Analogmischpult durch und fange an, irgendwelche Knöpfe zu verschalten, um eine Skype-N-1-Schalte hinzubekommen. Dabei ist das ganze Signal doch schon in dem Rechner drin, in dem ich aufnehme. Ja, warum zum Teufel kann ich meine Skype-Schalte nicht genau da aufnehmen. Genauso die Einspieler. Ja, wenn ich also irgendwelche Jingles habe, wieso muss ich die immer von irgendwelchen externen Geräten dann über... Ja, ist es da. Die gute Nachricht ist, es geht. Man kann nahezu alle Kabel loswerden und der Ansatz, den Ultraschall bzw. Reaper dazu hier bietet, ist also die Routing-Matrix. Die ist auf den ersten Blick intellektuell etwas anspruchsvoll. Denn letztendlich ist das so eine Art Patch-Bay, die ich hier habe, wo ich sämtliche Eingänge meines Podcasts und sämtliche Ausgänge meines Podcasts habe. Wir können jetzt mal einfach so 2 Schaltungen mal kurz da drin modellieren, um zu gucken, wie man also verschiedene Szenarien damit umsetzen kann. Ich scroll hier mal ein bisschen rein. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, so kann man das schon mal besser sehen. So, wir haben also hier abgebildet die verschiedenen Spuren, die ich auf... Oh, hier scrollt er jetzt nicht rein. Schade. Naja. Ich habe also hier meine verschiedenen Sprecher, Ralf, Claudia, Renke. Dann habe ich hier eine Skype-Spur von einem Skype-Einspieler und ich habe meine Spur unten, die 5er.
auf der meine Einspieler reingehen und die Musik reingeht. Und ich habe hier auf der Achse meine verschiedenen Kanäle von meinem Digital-Sound-Interface. Ja, und je nach Interface hat man da unterschiedlich viele, aber das Grundprinzip ist eigentlich immer gleich. Hier ist jetzt noch die Soundflower-Erweiterung drin, kommen wir gleich zu. So, und das Erste, was ich jetzt also mache, ist, dass ich sage, wir haben eine Pre-Show. Das heißt also, der Podcast geht noch nicht auf einen Stream, sondern es sitzen erstmal nur 4 Leute auf dem Sofa, reden sich ein bisschen warm. Ich habe aber, damit ich irgendwie sicher sein kann, es funktioniert alles, Xenem schon mal laufen und möchte, dass da schon mal ein bisschen Fahrstuhlmusik draufläuft. So, was mache ich also? Ich mache eine Einspielerspur, lasse da meine Fahrstuhlmusik drauflaufen und gebe dem entsprechenden Stream-Send einfach diesen Kasten hier rein. Das heißt also, all das, was hier aktiviert wird in dieser Spalte, geht auf den Stream nach Xenem drauf. Wenn hier nichts steht, geht die entsprechende Spur auch nicht nach Xenem. Das heißt also, wir können uns in diesem Stadium jetzt schon alle gegenseitig hören, können also ganz normal reden, aber rausgestreamt geht es nur die Einspielerspur. Was heißen diese Striche dann? Die hier? Nee, was du da gerade geklickt hast. Ach so, ja. Der Punkt ist, ich selber möchte ja vielleicht auch schon hören, was der Stream gerade an Fahrstuhlmusik bekommt, so als kleiner Klangteppich, ja, damit ich mich schon mal so ein bisschen eingrooven kann in meinen Podcast. Dafür hat man hier den Return, was quasi aus dem Rechner zurück in mein Headset reingeht. Wenn ich das jetzt hier offen lasse, den hier, höre ich nichts von der Fahrstuhlmusik. Wenn ich den hier aktiviere, höre ich die Fahrstuhlmusik quasi auf 100%, genauso laut wie das, was aus dem Stream geht. Wenn ich nochmal einmal draufklicke, habe ich hier aber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass die Fahrstuhlmusik nur mit 10% der Lautstärke auf meinem eigenen Kopfhörer geht. Trotzdem geht sie noch zu 100% Lautstärke in den Stream raus. Ja, und das zeigen genau nämlich diese verschiedenen Balken hier. Das sind quasi nochmal Fader, wenn man sich das so vorstellt, die jetzt also festlegen, wie viel Prozent oder Lautstärke halt des Signales gehen in welchen Kanal rein. Das nächste, was ich jetzt hier machen möchte, ist eine Skype N-1 Schalte. Warte mal, und diese Striche da links davon, was ist das? Oder? Das hier? Nein, du hast in dem Kästchen. Achso, das ist, glaube ich, ob das Stereo oder Mono ist. Man kann dann auch noch diverse andere Sourcen hier anwählen, aber dann wird die Sache wirklich langsam ein bisschen kompliziert. Das kommt in einer meiner nächsten Folgen, wenn es ums Ducking geht. Da erkläre ich das noch. Okay, Skype N-1 Schalte. Ich habe also hier 2 Kanäle, die zu Skype gehen, nämlich Skype Gast, das ist der hier, das heißt das, was der Gast redet. Das möchte ich, dass es bei uns überall zu hören ist. Das heißt also, nee, das ist der Quatsch, was ich hier gerade baue. So, der Skype-Gast, den möchte ich im Kopfhörer haben. Nehmen wir daneben, da geht's hin. So. So, wenn der Skype-Gast jetzt also spricht, hören wir alle das im Kopfhörer, denn das hier ist quasi der Return-Channel in mein Mischpult rein, wo die ganzen lokalen Headsets dran angeschlossen sind. Der Gast selber möchte auch was von uns hören. Das ist also hier der Skype-Send. Das heißt also, was wird zu Skype geschickt? Meine Stimme, Claudias Stimme, Renkes Stimme, sowie die Einspieler, geht alles zu ihm hin, aber nicht er selber. Das heißt also, die Skype-Spur geht nicht nach Skype zurück. Schwupps, habe ich eine Skype N-1-Schaltung, ohne ein einziges Kabel gezogen zu haben. Jetzt kann man sich sagen, naja, der hat ja jetzt schon so ein bisschen rumgefrumelt, so irgendwie, und auch ein paar Mal so die falschen Sachen getroffen. Dafür haben wir hier eine Snapshot-Verwaltung. Das heißt, ich kann jetzt hingehen und einfach dieses Setup, wie ich es jetzt gerade gebaut habe, als Snapshot mir ablegen. Ups. Ja. Was ist das hier? So, Skype N-1. Ja, und schwupps kann ich... Na, wieso hat das jetzt nicht übernommen? Da hätte ich overgehört. Na doch, da ist er. Ich habe hier ein bisschen Latenz drin in der Beamer-Geschichte. Ja, und jetzt kann ich also zwischen meinen verschiedenen Audio-Routing-Presets sehr entspannt hin und her schalten und kann also sagen, wie ist meine jeweilige Situation. Und das Ganze habe ich dann hier unten entsprechend dann auch links auf quasi Schnell-Buttons gelegt. Ich habe jetzt also hier ein Routing, was ich benutze, um meine Pre-Show laufen zu lassen. Wenn die Pre-Show durch ist und die eigentliche Aufnahme startet, das heißt also die ganzen Mikros auch zu Xenem raus sollen, drücke ich einfach hier drauf,
fertig. Ja, ich rede weiter, ich muss nichts irgendwie umschalten, ich muss nicht in Terrormodus kommen. Dann gibt es vielleicht noch eine Post-Show, wo man noch ein bisschen mit dem Chat unterwegs ist und auch schon wieder ein bisschen leise Fahrstuhlmusik unten drunter hat. Und am Ende habe ich hier noch definiert ein Edit-Routing, wo ich mich dann um nichts anderes kümmere, als dadurch, dass die ganzen Spuren vernünftig irgendwie auf die Summe rausgerendert werden. Ja, das heißt also, mit diesem ganzen Kram dieser Routing-Matrix, die sollte man schon einmal verstanden und durchdrungen haben, baut sie dann für sein Setup vernünftig hin, speichert sich es ab. Man kann natürlich pro Podcast beliebig unterschiedliche Setups dann realisieren. Das heißt also, wenn ich drei Podcasts habe, einer davon ist mit Skype-Partner, einer ist lokal, einer ist irgendwie weiß der Geier was, ja, geht das Ganze natürlich pro Show als Preset zu hinterlegen. Das heißt also, on the long run, wenn man es einmal verstanden und modelliert hat, ist danach das Leben doch sehr übersichtlich. Was man dafür braucht, ist auf dem Mac Soundflower. Das kennen wahrscheinlich die einen oder anderen. Ich habe das ein bisschen ummodifiziert, weil wenn man Soundflower out of the box installiert, bekommt man irgendwie ein Sounddevice mit 64 Kanälen, womit irgendwie kein Mensch was anfangen kann. Was wir stattdessen gebastelt haben, das sind im Wesentlichen also der Marius Eisenbraun und ich, ist ein Sounddevice pro benötigter Spur. Also das kann man jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen schlecht lesen mit dem Kontrast. Aber wir haben es gerade eben auch schon erklärt gehabt. Ich habe also ein Sounddevice für Skype Send, eins für Skype Receive, einen für den Stream, der nach Xenem rausgeht oder zu einem anderen Streamingdienst, eine Spur, wo die Einspieler reinkommen und die habe ich dann alle schön in Reaper drin und dann kann ich genau diese Routing-Matrix damit aufziehen. Und eure Soundkarte ist letztendlich dann also nur ein einziger Punkt davon. Alles andere übernimmt dann Soundflower. Auf Windows habe ich bisher dafür noch keine echte Lösung. Ich werde mir demnächst mal anschauen, dieses, na, wie heißt das, Viech, so ein kurzer, knackiger Name. Jack, genau. Wo ich vermute, dass es damit auch geht, aber da müssen wir noch ein bisschen Grundlagenforschung reinbringen. Wenn man dieses ganze Setup dann so alles am Start hat, ergeben sich plötzlich im Minutentakt neue Features, die vorher relativ kompliziert waren und dann mit so einer Kombination ziemlich einfach sind. Das heißt also, der Zusammenspiel von einer handelsüblichen Nintendo Wiimote zusammen mit dem, wie heißt das, Osculator? Ja. Osculator, ne? Mit der Osculator-Software kann ich sehr einfach dann in Reaper reinbringen, um beispielsweise hier meine Räusper-Tasten pro Spur schön sauber aufzudröseln. Das heißt also, ich drücke gleichzeitig meine Remote-Taste und in Reaper fährt dann also entsprechend dann die Lautstärke drunter. Ihr seht aber hier, die Aufnahme läuft trotzdem weiter. Das heißt also, es wird nicht irgendwie dann abgeschnitten und da passiert nichts, sondern wenn nicht nur gehustet, sondern dann auch irgendwie verargumentiert wurde und ihr hat aber vergessen, die Taste zu löschen und sowas, kann man das alles in der Aufnahme hinterher wieder rausretten. Das sind also alles Sachen, die relativ gut out of the box gehen. Was auch schon relativ früh ging, waren Kapitelmarken, die vernünftig in die Timeline reinsetzen zu können. Und zwar auch während der Sendung, das heißt also, man definiert sich einfach eine Taste. Ich habe das entweder mit der M-Taste wie Marker oder bei mir auf der Wiimote auf einem Block und jeweils, wenn ein neues Thema beginnt, drücke ich also einmal auf die Taste und sofort wird entsprechend in Reaper eine Kapitelmarke reingesetzt. Die sind mittlerweile auch Millisekunden genau, das heißt also, man hat es wirklich dann hinterher in der Audiodatei exakt an der richtigen Stelle. Ich habe sie aber vor allen Dingen auch innerhalb von Reaper sehr schön als editierbare Liste. Das heißt also, ich muss nicht in andere Software raus, sondern ich habe innerhalb der Software eine schöne tabellarische Übersicht, wann ist wo welche Kapitelmarke, kann die direkt anspringen, kann gucken, was ist in der Timeline los, muss ich es noch korrigieren, muss ich es irgendwie Tippfehler beseitigen, wie auch immer. Eine Version, die jetzt mit der 1.1 reinkommt, ist, ich habe zusätzlich Edit-Marker, sehen wir gleich noch, auch im Einsatz. Und was wir halt auch haben, wie gesagt schon relativ lange, ist eigentlich ein direkter Export der Kapitelmarken nach Auphonic und Podlove Publisher raus. Das heißt also, es stolpert dann eine Datei raus, direkt mit einem Export-Button innerhalb von Reaper, die man dann zu Auphonic hochladen kann. Es begab sich dann vor ein paar Wochen, dass wir in der Freakshow 127 ja einen Aufruf gestartet hatten, ob sich nicht noch irgendwo ein paar Entwickler finden mögen, die mich bei der ganzen Sache unterstützen, weil so meine richtig ruhmreichen Zeiten als richtiger Coder doch etwas vorbei sind. Und wie es der Zufall so will, exakt zwei haben sich gemeldet und die haben dann auch beide genau komplementär die Skills mitgebracht, die man für so einen Job braucht. Das sind nämlich der Malte und der Heiko, die sitzen jetzt auch hier vorne. Und dank denen sind wir jetzt in der Lage,
diese Kaskade wirklich bis ganz unten mal zu gehen, wenn, ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Super Software, wird nicht zum Kauf empfohlen. Nämlich mal reinzugehen, was es eigentlich bedeutet, mit eigenen Extensions reinzugehen. Und da haben wir jetzt für heute mal ein bisschen was an den Start gebracht. Und das eine davon haben wir gerade eben in dem Talk von Tim schon gesehen. Ihr erinnert euch an diese Prävisualisierung mit dem Podcast Folgen, wo dann die Shownotes so durchliefen. Das heißt also, unser erstes Ziel ist es, wie bringen wir eigentlich Shownotes vernünftig in die Schnittsoftware rein. Jetzt kann man sagen, naja, das ist noch eine ganz andere Baustelle, wofür überhaupt. Aber schaut euch mal dieses Bild an, das ist unsere WikiGeeks 48 Folge. Als ich mit der fertig war, habe ich insgesamt 26 Schnitte dran vollbracht. Nicht, weil es irgendwie total Katastrophe war, aber es gab halt immer wieder irgendwie so eine Minute, wo irgendwie ein bisschen Leerlauf ist und dann schneide ich dann eben schon ganz gerne mal. Wenn ich jetzt aber diese 26 Schnitte gemacht habe, verschieben sich dann natürlich die ganzen Informationen auf der Timeline. Wenn ich wiederum von den Shownotes die Sachen importiere mit einem korrekten Timestamp und sie in der nächsten Version vom Podlove Publisher dann auch schön durchgescrollt haben möchte, muss ich mich natürlich irgendwie darum kümmern, wie bringe ich das jetzt wieder in Sync. So, und ich möchte jetzt eigentlich auf gar keinen Fall 26 Schnitte irgendwie von Hand in TextEdit oder in dem Etherpad in dem Fall der Shownotes irgendwie anpassen. Ja? Das ist einfach mal kein praktikabler Weg. Und da haben wir jetzt ein bisschen was anderes uns einfallen lassen. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir das jetzt so irgendwie hier doch noch live zeigen können. So, zwar laden wir dazu mal die ungeschnittene WikiGeeks 48 Folge rein. Die sieht dann so aus. Ja, das heißt also, da sind jetzt nur ein Edit-Marker, zu dem komme ich gleich, und ansonsten ist da also noch nicht viel passiert. Und ja, jetzt kann der Malte vielleicht einfach auch mal kurz so ins zweite Mikro erzählen, was er da jetzt eigentlich getrieben hat, während ich das parallel dann mal starte. Stellen. Immer schön hinstellen. Ja. Also die Idee eigentlich des Ganzen ist, wenn wir über das Ripple-Edit gehen wollen von dem Reaper, dass wir die Shownotes quasi direkt in der Timeline drin haben, damit sich das alles verschiebt. Und da wir so ein schönes Format haben, du musst das einmal bewegen zum Refreshen. Na? Fällt ja aus dem Shownotes-Tool eine Datei heraus, wo die ganzen einzelnen Shownotes drinstehen, und die haben wir jetzt sozusagen über den Import direkt oben in diese Zeile rein, also in diesen Track reingeladen. Die haben alle eine bestimmte Länge und eine bestimmte Position. Und eben, wie gesagt, die Shownote, der Text steht da direkt drin. Ist auch komplett editierbar innerhalb von Reaper, wenn man da nochmal was nachtragen möchte. Aber was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, und das kannst du mal zeigen, beziehungsweise du kannst es ja mal testen, weil ich habe das mit dem Schnitt nicht gemacht, werden sich die einzelnen Items da oben ja entsprechend verschieben, je nachdem, wie man das ganze Projekt schneidet. Genau, der Punkt dieser Folge ist jetzt nämlich folgender. Wir haben halt immer vorher die Pre-Show und dann beginnt die eigentliche Sendung. Und erst wenn die eigentliche Sendung beginnt, fangen die Shownoter an zu tippen. So, wir haben aber vorher im Audio schon eine Stunde Vorlauf, weil ich es einfach schon vornehme und manchmal noch Sachen daraus dann hinterher in die finale Sendung reinschneide. So, das heißt, nach unserem Import, da wir diesen Offset nicht wissen, beginnen jetzt hier die Shownotes oben auf dieser neuen Spur, alle bei Sekunde 0, da gehören sie aber eigentlich nicht hin. Sondern sie gehören eigentlich hin an die Stelle, wo der eigentliche Podcast startet. Und da habe ich nämlich hier diese Edit-Marke reingesetzt. Ihr seht da unten in der orangenen Spur, das ist die Einspielerspur. Genau da beginnt eigentlich die Geschichte und da sollen jetzt auch die Shownotes beginnen. Und das macht man jetzt einfach so, indem man hingeht und das Ripple-Edit-Feature von Reaper benutzt, mit dem ich sagen kann, nimm genau eine Spur und verschiebe die konstant über die Timeline. Das heißt, ich nehme jetzt hier also meine erste Shownote und schiebe die jetzt einfach an die Stelle, wo hier meine Edit-Marker ist. Und schwupps. Drückst du da irgendeine Taste, damit du die... Kann man noch bauen. Also nee, du nimmst einfach nur den ersten Schnipsel. Ich nehme den ersten, alle anderen dahinter verschieben sich automatisch gleich. Das heißt also, die bleiben jetzt in diesem Ripple-Edit-Modus, den ich hier oben habe, verschieben sich die ganzen Shownotes konstant
nach vorne und hinten mit. Alle anderen Spuren unten drunter bleiben konstant. Jetzt fange ich an, im Podcast zu schneiden. Das heißt also, ich sage irgendwie so, diese Stelle hier muss jetzt irgendwie weg, die ist langweilig. Setze ich also jetzt hier mal eine Marke und da mal eine Marke. So, und jetzt gehe ich also hin und mache Ripple Editing auf alle Spuren. Das ist nicht nur auf eine. Lösche den ganzen Part weg und entsprechend alle Shownotes, die ab da weitergehen, werden mitgenommen. Jetzt mag es natürlich sein, dass ich da jetzt ein bisschen zu viel rausgelöscht habe. Ja, also das muss man halt im Detail gucken. Also gerade mit Ripple Delete sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das Grundprinzip ist, glaube ich, klar. Ich kann jetzt also meine 26 Schnitte hier völlig problemlos anbringen. Und hinterher sind trotzdem dann sämtliche Shownotes an exakt der richtigen Millisekunde, wo sie hingehören. Wobei natürlich die Shownotes selber eine gewisse Latenz im Schreiben haben. Das heißt also, wenn man nun wirklich dann fetischmäßig drauf ist, müsste man schon gucken, wo sind meine Einspieler und genau da lege ich das hin. Aber ihr seht beispielsweise hier, die Stelle wurde dann doch schon ziemlich gut getroffen. Ja? Und ob man dann so also da oder hier hinschiebt, das ist dann ein bisschen up to discussion. Es gab ein paar Fragen. Ja, Das generische Shownotes-Format, unterstützt es denn auch Länge? Also nein, derzeit nicht. Ja. Die Länge haben wir jetzt hier rein modelliert, damit das Ganze ein bisschen menschenfreundlicher ist. Das heißt also, wenn ich jetzt hier weiter reinzoome, sehe ich immer mehr vom Text. Wenn wir das quasi irgendwie nur als eine Sekunde oder eine Millisekunde hätten, müsstest du ganz schön weit reinzoomen, damit du diesen Effekt hast. Wir haben jetzt, glaube ich, als Preset 30 Sekunden oder so? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also normalerweise ist jedes Item, was man anlegt, halt 0 Sekunden. Das kann man überhaupt nicht anwählen, das wird auch gar nicht dargestellt. Deswegen haben wir, glaube ich, 30 Sekunden als Default. Außer innerhalb der 30 Sekunden kommt der nächste Shownote. Dann wird das direkt angeschlossen. Genau. Das heißt also, ich muss sozusagen am Input, also an den Input-Rohdaten, was aus meinem Shownotes-Editor rauskommt, eigentlich nichts ändern. Genau. Das ist die Idealvorstellung. Also anders darf es auch gar nicht laufen, ehrlich gesagt. Also das ist genau das, was ich gerade gemacht habe. Das ist vielleicht nicht so deutlich geworden. Ich habe ja so Import Ultraschall Shownote-File und habe also das Original OSF, wie es also von den Shownotes rausgeplumpst ist, hier reingeworfen. Wir hatten gerade eben noch in der Kaffeepause überlegt, eigentlich wäre es noch clever, über eine Namenskonvention hier zu gehen. Das heißt also, so wie ich die Datei hier oben benannt habe, schaut er automatisch mal bei den Shownotes nach, gibt es dazu eigentlich was und importiert die automatisch rein. Das ist einigermaßen trivial, das sage ich jetzt mal zu deinem. Ich weiß nicht, ob es trivial ist, aber es wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Was wollte ich dazu noch was sagen? Ich glaube... Bitte? Die Benennung ist dann nicht, ja, ich habe aber noch eine Sache, die... Könnte schwierig werden, aber man... Ja, könnte im Prinzip ja, weiß nicht, welche Möglichkeiten ihr da habt, aber so ähnlich wie das mit dem Plugin auch ist, dass man einfach eine Liste von allen WikiGeeks-Folgen sortiert nach irgendwas und dann sucht man sie eine aus. So, wir können hinterher das noch diskutieren. Ich bin echt durch die Zeit und wir haben noch one more thing und das wollt ihr sehen. Wir erinnern uns, ja, die Schnittsoftware und die Metadaten und das Mischpult. Und da ist aber eigentlich noch Platz für noch ein klein bisschen, was noch da so zwischen könnte. Und was wir jetzt haben, endlich, sind Einspieler direkt in Reaper. Das heißt also, keine externe Software mehr, keine Devices, die man irgendwo dran plackt, sondern ich kann direkt aus Reaper heraus meine kompletten Einspieler verwenden. Das heißt also, den ganzen Kram hier sind wir alle losgeworden. Und wie das aussieht, kann uns jetzt ganz kurz nochmal der Heiko erzählen. Was ist jetzt hier? Na. Ja, da will ich gerade hin, in die Richtung. Das Problem ist, dass er jetzt hier... Wo ist denn jetzt hier? Dammit. Kennt jemand den Shotgun für den Finder? Ich will einen normalen Finder starten. Ah, na guck. So. Jetzt müssen wir einmal in die Eingeweide. Du kannst aber kurz erzählen, warum wir in die Eingeweide rein müssen. Ja, also wir müssen jetzt eine neue Extension laden in Reaper
Also Reaper, falls ihr das nicht wisst, unterstützt Extensions, die man in C++ schreibt. Und da gibt es schon eine große von SWS. Ich weiß gar nicht, was heißt SWS, Ralf? Water Studio, Standing Water das Studios? Das kommt irgendwie von der Firma, die, genau, ja. Okay, ja, und die liegt als Open Source vor. Und die haben wir als Vorlage genommen für unsere Erweiterung. Sprich, das Ultraschall-Soundboard, das wir gleich so sehen. Jo, da haben wir es. Ah, genau. Das heißt also, was wir jetzt hier unten haben, sind die Soundfiles, die ihr eurem jeweiligen Podcast zugeordnet habt. Und ich vermute, man wird es jetzt ja, nicht hören, weil jetzt hier das Audio von meinem Notebook, glaube ich, wirklich, Moment, da hätte ich noch eine Idee, wie wir es schnell machen können. So. Ah ja, gut, okay. So, ich wähle jetzt also an, ich möchte jetzt Jingle Nummer 1 spielen. In dem Fall ist das also Fahrstuhlmusik. Und jetzt läuft also direkt, ihr seht es hier innerhalb von Reaper, die Fahrstuhlmusik rein. Und jetzt kann ich oben drüber. WikiGeeks, der meinungslastige Podcast. Ja, die nächste Sache starten. Ich kann die auch pausieren. Und wieder weiterlaufen lassen. WikiGeeks Meta. Ich habe auch eine Statusanzeige. Die wir jetzt, glaube ich, hier. Das habt ihr jetzt da rechts. Ja, das ist also noch ein bisschen jetzt so am offenen Herzen operiert. Aber ihr seht also, Track 1 ist playing. Ja, jetzt kommen wir noch einen Gong dazu. Ja, pausieren, weiter. Oder ganz stoppen. Ja, also eigentlich, oder aus, genau. Also eigentlich das, was man halt so an Einspielerkrams innerhalb eines Podcasts haben möchte. Die Logik dahinter ist erschütternd einfach. Und zwar ist das so gebaut, ihr definiert einfach pro Podcast einen Ordner im Dateisystem, der jetzt gerade hier irgendwie nicht hochlädt. Und alles, was ihr in diesem Ordner drin habt und ihr Reaper startet mit dem entsprechenden assoziierten Projekt, taucht automatisch hier auf. Das heißt also, ihr müsst ja nicht groß irgendwie Sounds reinziehen und irgendwie umbenennen oder ähnliches, sondern ihr habt einen Hotfolder pro Podcast, ihr startet das Programm und habt euren Kram hier entsprechend am Start. So, all das an Feature-Overload bietet euch also Ultraschall. Es gibt noch so ein paar Sachen, die wir gerade so auf der Kette haben, beispielsweise Shownotes und Transkription pro Sprecher in die einzelnen Spuren reinzuladen, weil wenn man erstmal Fantasie entwickelt, was man mit Shownotes alles so anfangen kann, ist ja noch eine Menge möglich. Eine Sache, die neulich mal aus dem Petachat runtergefallen ist, naja, Räuspertasten schön und gut, aber wie kann ich denn meinem Skype-Partner eigentlich eine Räuspertaste verpassen? Easy. Naja, schon. Ja, also dafür werden wir eine Geschichte basteln, wie man quasi über eine Internet-Connection die Reaper-Mute-Funktion fernsteuern kann. Technisch habe ich das schon durchgerechnet. Das heißt also, auch Skype-Partner können dann zu Hause mit ihrer Räusper-Taste lokal euer Reaper muten. Das wird dann ziemlich Raketenforschung. Was braucht man jetzt für diesen ganzen Krempel hier? Ja, also um Reaper selber kommt man halt nicht drum rum. Es läuft aber einen Monat komplett umsonst. Das heißt also, probiert es einfach mal aus. Der ganze Kram selber hier 0 Euro und meine Güte, was haben wir es Open Source gestellt? Ja, also keine Patente, gar nichts. Wenn es gut geht, dann kriegen wir heute oder morgen dann von der 1.1 auch die Beta raus. Es gibt eine Menge verschiedener Quellen, wo ihr euch weiter informieren könnt über das Projekt. Und dazu auch gerade heute freigeschaltet eine Webseite, die nur wirklich mit allem Hipster-Kram aufwartet, den man sich vorstellen kann, mit Parallaxe-Scrolling. Ja, die. Und Berlin, schau. Das Podcaster-Viertel. Okay, das war's. Vielen Dank.